I really appreciate that, man. I really think so. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist Montag. Was sagt uns das? Das heißt, es kommt das Weekend League Best of Video, Freunde. Hab mich mal wie immer gut auseinandergenommen. Menschlich, nervlich, psychisch, physisch. Es ist echt der Hammer, Freunde. Was soll ich euch erzählen? Jedes Wochenende sitze ich da aufs Neue, schwöre mir, dass ich nicht ausraste. Und ich kann nicht mal ausrasten, weil ich schon eine Anzeige wegen Ruhestörung bekommen habe. Ich habe übrigens keine Nachricht von meinem Nachbarn bekommen, wollte ich mal so gesagt haben. Deswegen, Freunde, ihr werdet jetzt sehen. Ich sag nicht, wie viel ich gespielt habe. Guckt es euch einfach an. Wir haben wieder richtig gut gespielt, meiner Meinung nach. Server waren katastrophal. Eine Katastrophe. Die letzten beiden waren nicht so schlimm. Vielleicht liegt es am Patch, ich weiß nicht. Aber ich hatte zum Beispiel Samstag, da habe ich auch gespielt und da war das Gameplay langsamer. Das liegt am Patch, aber nicht so schlimm wie gestern. Also ich glaube, das ist so ein Mittelding zwischen Patch und Servern. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm bleibt, aber na gut. Lasst gerne ein Abo da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Jeden Montag kommen diese Videos. Meine Niederlagen sind immer drin. Deswegen sieht es manchmal so aus, hä, der hat ja nur verloren. Nein, aber die Niederlagen sollen halt alle rein, damit ihr das seht. Und ein paar Siege kommen auch rein, Freunde. Nicht nur die Spiele. Ich habe meinen Cuttern gesagt, die sollen auch gute Stellen raussuchen, die so im Stream passiert sind, die vielleicht nicht so viel mit FIFA zu tun haben. Mal gucken, ob sie es gemacht haben. Hat er, wenn nicht, bist du ein Knecht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Freunde. Lasst ein Like da, 10.000 Likes ist das Ziel. Abonniert den Kanal kostenlos und viel Spaß mit dem Video. Ach, Dankeschön für den Euro und für den Sub. Harry Kane. Hier, wer ist der Knecht? Vieira am Sturm, zockt. Das nicht zwei. Junge, das ist so komisch, ich sag's euch. Es ist so cringe. Ich mag es immer voll über Filme zu diskutieren, aber das war echt, das war mir selbst zu viel. Und ich bin schon echt so ein abgehärteter Dude. Das hat am Ende auch Sinn, was da so passiert ist. Den hatte ich in meiner Insta-Story heute. Gutes Torwartspiel, Alisson. Ihr seid im Arsch, Digga. Die sind so schnell, die sind so aggressiv. Die sind wie Vieira auf der 6 ungefähr. Guck mal da, Pelé. Machst du den? Mach, fick dich mal. Schlimmer ist bei Teampressing, die Ausdauer geht nicht mal flöten. Oh mein Gott, Chat, hier ist EA Sports im Game. Achso. Jedes Gegentor war eine Verarschung. Jedes Gegentor. Und ich kann... Ja! Also, wenn hier kein Momentum drin ist, dann habe ich einen 55 cm Penis, ich sage so, wie es ist. Ich hab da, wie viel sind wir jetzt mit Abblockern? Habe ich schon einen Zettel und einen Stift organisiert, bin bestens vorbereitet, sehr gut. Digga, wie beim Boxen, wenn man die scheiß Punkte zählt. Mein Gott, Digga. Die gucken doch, die schreiben sich das, ich habe mal gehört, dass sie sich, die gucken nicht aufs Dings da, sondern die machen sich so Notizen, Punkt, Komma, Strich und gucken nur den Bildschirm an und nicht das Blatt. Die machen sich einfach so kurze Notizen. Was machen die? Nee, ich lass mich in Ruhe. Moin Eli, ihr sprecht immer von Rumo Classic. Was ist das? Wie funktioniert das? Du schickst ihn mit L1, während du den einen Stürmer anspielst, den anderen, und dann steckst du ihn durch, wenn er genau auf der Linie von den anderen IV ist. Ja, Freunde, wir gucken uns jetzt ein Video an, über 15 Millionen. Ist so krass, was da alles passieren kann. Das höre ich einfach aus dem Wohnzimmer. Meine Mutter, 60 plus, guckt sich ein Video an von Eli Geller. Ich sag, ich verliere das Spiel noch, so ehrlich bin ich. Guckt euch, hat er das schlecht von mir, Digga. Aber der spielt gut. Letztes Wochenende auch gemacht, war so gut. Und CR7 ist so schlecht, ich verkaufe den nächste WL. Er ist nicht brauchbar, Chat, leider. Ich glaube, ich und Willi sind wirklich Top 50 aus Deutschland. Aktivstes Streamer der Welt. FNCS Viewing Party. 92. Minute 4-4. Irgendwie so. Wir haben uns euer Video angeguckt. 15 mein Gott, was? Milliarden Jahre. Ich wollte La Coquette machen. Ja, kann mir keiner reingegangen. Und da? Ja, ich glaube, da.
Söder. Krass, er schickt. Bitte, Bay, mach. Mann, was ist das für ein Pass, du hässlicher Drecksholländer? Was ist für Haare? Ja, ich hab versucht, meine Haare zu färben. War ein Griff ins Klo. Ich hab Flecken. Blonde Flecken. Ich komm nicht. Oh oh. Pfeif mal ab, bitte. So, soll ich rufen? Komm. GG, Chat. GG. Hat er gut gespielt, Digga. GG von mir. Der war gut. Der war gut, aber es war ein 50-50-Game. Ich hatte einfach einen Gegner, der hat nur auf Zeit gespielt. Wo gibt denn sowas? Zeitspiel. Da krieg ich so eine fette Krawatte. Nicht weiter, Willi. Ich spiel auch nicht weiter. Aber mein Gegner! Guck, da krieg ich so eine Krawatte, Mann. Da könnte ich gerade kaputt hauen. Ich schwöre, ich wollte gerade gegen die Wand hauen. Scheiße, Zeitspiel. Es ist besser, dass ich dieses Spiel verloren habe, als dieses eine Spiel im Elferschießen vorhin. Aber ja, irgendwie nicht. Ach, guck mal. Was ist denn los mit den ganzen Knechten? Warum sind die so komisch? Habt ihr gerade CR7 gesehen? Lässt Georgina sich nicht mehr an ihre Titten, du Knecht? Wen juckt's? Spiel dein scheiß Spiel runter. Chat, es ist nicht spielbar. Ich drücke L1. Wieso wechselt... Ich krieg morgen wieder eine Anzeige. Ich sehe sie schon wieder kommen morgen früh. Warum hassen sie aus? Wir haben Kinder, was schlafen möchte. Ich mach hier meine Arbeit. Ich bin arbeiten. Scheiß Drecksarbeit. Unser Kind kann nicht schlafen. Ist mir doch scheißegal, Digga. Die Knecht geht so oder so nur auf Pornoseiten. Und guckt sich meine Streams an. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so cool war. Ey, R9 fühlt sich an, als wenn der Knecht jeden verkackten Tag bei Pizza Hut rumgammelt und mit seinem scheiß Gutscheincode sich eine scheiß Pizza kauft. So, darum ist er auch so fett. Junge, ich werd verrückt wie in diesem Spiel. Ich schwöre, wenn ich mir die letzten 5 Minuten angucke, ich würde mich einweisen lassen. Aber es ist die Wahrheit. Da sind so viele von uns schon gefallen. Ich bin einfach krass enttäuscht von Ronaldo. Der Spieler war nicht der beste Spieler der Welt. Wo gibt's sowas? Der ist so schlecht plötzlich. Hat sich kein Interesse an Kindern. Ja, mein Sohn ist YouTuber, könnt ihr euch gerne angucken. Ey, Timo Werner, Digga. Hat Timo Werner nicht 3 Sterne Weak Foot? Guck mal, sein Jubel an. Wo läuft denn R9 hin? Guckt unten in die Hand, guckt den Fetten an. Er ist uns ausgerannt, weil da irgendjemand einen scheiß Müsli-Riegel in der Hand hatte und der Hunger hatte. Guckt ihn euch an. Geht auf die Minimap, guckt auf den Fetten, wie er ins Ausrennt, weil da irgendjemand einen scheiß Drecks Müsli in der Hand hatte. Wo läuft denn R9 hin? Guckt unten in die Hand, guckt den Fetten an. Er rennt einfach ins Aus. Hä? Vielleicht auch lange Hose. Natürlich auch wieder dabei. Komm, Dicky. Schöne Sache. Caps trägt keiner von uns, deswegen stehen wir nicht so dahinter. Ich will was haben, weil ich selber rocke. Ohne Sinn. Also ich werd verrückt. Ich hab R9 gesehen. Hat einer von der Bank ihm was hingehalten. Hast du gesehen? Wie da ihn einer kurz mal gesagt hat. Digga, schau mal einen Donut. Digga, da ist ja so zum Donut gerannt, der Mann. Das muss es sein, eigentlich. Ja. Noch der Dicke. Warum? Man muss doch nicht immer so viel ändern. Mach ein bisschen was anders. Ja. Anstatt die mit einer Hackenschere rangehen, nee, die kommen mit einem Rasenmäher. Du sagst, beim Friseur könnt ihr bitte nur die Spitzen schneiden. Genau. Und der Mann haut dir da so eine souveräne Glatze hin. Und dann fragt er dich, ja, und? Das war doch so. Nein, das war nicht so, wie ich es haben wollte. Das war ein 10 von 10 Beispiel, Freunde. Einer mal bitte für Instagram klippen. Perfekt. 318k haben wir geknackt. 20.000 Likes ist das Ziel. Ein krasser Remix. Tangas. Herr Schiedsrichter, Sub-Modus. Digga, ich krieg immer nach dem Anstoß-Tor. Warum mache ich immer meine scheiß Fresse auf? Oder vielleicht ein Schweißband für die WL. Da kriege ich ein Eckengegentor von Leon Goretzka. Ey, Mann, was ist das, Mann? Jawohl. Ja, einmal habe ich Glück gehabt. Im Blau ist heftig und in Schwarz. Gute Ballername zu R7. Knecht. Ach, Schwarz, weißen Streifen an der Seite. Fertig. Elevate-Logo klein auf der einen Seite. Oh Gott. Oh Gott. Digga, ich krieg das 3-3.
Ey, das ist meine dritte Verlängerung einfach. End mit Planeten, da läuft und sowas. Keine Ahnung, schwer. Schatte, was kann man machen, Schatte, wenn man... Schatte. Oh nein. Ey, das ist so heftig, es ist so heftig. Ich darf nicht ausrasten. Mann, bitte lass mich doch einmal ein bisschen Luck haben. Einmal ein bisschen Luck, ich will gar nicht. Junge, du hast so typischen Gegner, 15. Spiel bekommen, 16. ne, Edi? Lol, Digga, ich spiel gegen Vieira, Garincha, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Ich hab mir das locker, ich hab mir das locker 50 Mal angeguckt, ne? Weil ich hab's erstmal nicht geglaubt. Hä? Warte, Chat, guck mal. Lol. Hä? Edi, wie fandest du meinen TikTok? Gut. Gutes Ding. Bisschen langweilig, ne? Ja, hab ich auch gesagt. Ist gut. John hat gehatet. Ja, die neben uns. Warum? Die abgefuckt, Jungs. Nein, so eine halbe Stunde, wirklich nicht. Ja, richtig gut gespielt. Und auf den Außen ist Mbappé safe besser als CR7. Drecksdribbling. Krass gespielt. GG, war ein guter Gegner. Und man zieht ja auch nichts. Deswegen kann ich mir das auch erstmal nicht leisten. Ich muss irgendwas sein für 1,5 Millionen. Oh, richtiger Öler. Ja. Boah, weiß nicht, ob ich mich hier nochmal richtig zusammenreiße. Spiel mal bitte, drück mal einfach X, du Opfergesicht. Lass dich doch fallen, Guardado. Oh! Nein, was? Er grätscht anstatt er schießt. Ich komm nicht durch. Digga, ich komm da nicht durch, Chat. Das ist so ein Patch gewesen. Die stellen sich einfach hinten rein, Mann. Du kannst gar nicht vorbeikommen. Man kann nur Tore machen, wenn man ausgekontert wird. Schade. Gut, scheiß drauf. Broer steht 29 rum, 29-0, darum sweatet er. Wegen Qualifier noch in der Liste, der ist Franzose, aber. Steht da 29-0? Da ist er, lol. Junge, wäre das geil gewesen. Er ist wirklich hier. Wäre das lustig gewesen im letzten Spiel. Nein, ich hätte ihn sein 30-0 verkacken können. Scheiß drauf, Elite 1 haben wir geholt, Freunde. Das war das Ziel. Ich gebe euch mal kurz eine Teambewertung. Also, Alisson richtig rumgebackt bei mir. Ich habe bestimmt ein paar Spiele wegen dem... Jawohl. Ja, doch, er war nicht gut. Ich werde ihn auch verkaufen. Gomez und Van Dijk solide. Kriegen beide von mir eine 7 von 10. Hat manchmal diese Bugs, aber die hat, glaube ich, jeder IV. Quadrado viel zu schwach in der Defensive, Offensive ist gut. Defensive, Freunde, gar nicht. Also, sobald er dagegen einen Mbappé auf den Außen spielt, der wird so krass gebumst. Auf Transferliste viel zu schwach. Kriegt eine 5 von 10. Mondi, bester LV, kriegt eine 9 von 10. Zidane, 9 von 10. Richtig geiler Mann. Der Kollege ist so krass, Freunde. Ich sage so, wie es ist. Auch wenn er nicht die krasse Statistik hat, der macht so viel für mein Spiel im 4-4-2. CR7, es tut mir leid, mein Freund, aber der Patch hat dich so auseinandergenommen. Er hat 71 Ballons und das merkt man, Freunde. Er ist... Diese Kopfbälle bringen einen selbst nicht mal was. Die Kopfbälle sind so kacke geworden. Er spielt bei mir halt auf den Außen und das ist Quatsch mit Soße. Ich werde ihn verkaufen. Tut mir leid, mein Freund. EA, ja, du bedankst dich bei EA. Du kannst EA in die Elben schicken. Du kriegst für diese Weekend, kriegt der Mann von mir eine 5 von 10. Er hat so viel Scheiße gemacht. Das war unglaublich. Ja, oder Garincha wäre auch eine Idee. Ja, mal gucken. Also für die Außen ist es Quatsch gewesen. Vieira, geiler Job. Ich sag dir ehrlich, defensiv 10 von 10. Offensiv kacke, aber er kriegt eine 7 von 10 von mir. Neymar, solider Außenspieler.
8 von 10. Macht immer seinen Job, Freunde. Kann ich euch sagen, wie es ist. Es ist 3:20, nimmt es nicht übel, wenn ich ein bisschen müde bin. Pelé, richtig geil, 9 von 10. 149 Spiele, 149 Tore, 99 Vorlagen. Pelé, richtig geil. Ist auch 1000-mal besser als CR7. Und der beste Spieler bis jetzt, den ich gespielt habe im Spiel, ist safe R9. R9, Freunde, ich dachte, er wäre nicht so gut, aber er hat so abgerissen. 32 Spiele, 65 Tore in der Weekend League und da waren 2 Division Rival Spiele noch dabei. Also der Mann, Freunde, ist wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Bester Spieler, den ich gespielt habe. Preis-Leistung ist es vielleicht eine 6,5 von 10, aber sagen wir, der Mann im Vergleich zu allen anderen ist das eine 9 von 10. Der ist richtig krass. Das Einzige, was abfuckt, ist seine Ausdauer. Und wenn die Server scheiße sind, dann ist der Mann richtig kacke und unbeweglich und fühlt sich an wie 500 Kilo. Ja, Freunde, das war's vom Video. Wir haben Elite 1 geholt. Wir standen 27-2 und haben im letzten Spiel gegen jemanden gespielt, der 29-0 stand. Ich habe gewusst, dass der gut war. Ich habe es auch die ganze Zeit gesagt. Ich wollte es erstmal nicht reinschneiden, das Video, weil ich keinen Bock hatte, um 3.15 Uhr jemanden, der so um sein Leben spielt. Ich dachte, es wäre so ein Elite-Spieler, der um sein Leben spielt, um 3.15 Uhr. Er stand 29-0. Ey, ich hätte richtig gern gegen den gewonnen. Aber na gut, Freunde, der war richtig gut. Der erste war gut, war ein 50-50-Game. Die zweite Niederlage war dumm von mir, weil ich die ganze Zeit so aggro war. Aber da bin ich selber schuld. Und die dritte Niederlage geht auch klar. War aber auch ein 50-50-Game. Also, ihr seht, wir spielen echt gut. Es dauert nicht mehr lange, Freunde. Wir geben unser Bestes. 27 Siege, voll in Ordnung. Das ist ja immer so das Ziel. Stabil, Elite 1. Nicht so einfach. Dankeschön für den Support, Freunde. Lasst ein Like auf dieses Video da. Abonniert den Kanal. Die Woche wollte ich generell mal ein paar mehr Videos machen, aber ich muss gucken, wie. Ja, perfekt. Auf jeden Fall war es von mir, Freunde. Haut da rein.